Moin, willkommen in Leipzig am Hauptbahnhof. Ende Januar 2024 wurde die Deutsche Bahn von der Gewerkschaft GDL bestreikt. Darum fahre ich heute auf einem anderen Weg als sonst nach Hamburg. Los geht es mit dem Regionalbus nach Merseburg. Die Haltestelle liegt an der Ostseite des Hauptbahnhofs. Von Merseburg aus kommt man mit der Straßenbahn weiter nach Halle. Die Linie 5 fährt von Halle aus weit nach Süden, bis nach Bad Dürrenberg. Doch zuerst werfen wir noch kurz ein paar Blicke auf den Dom, das Schloss und die Merseburger Raben. Einem Bischof von Merseburg wurde angeblich vor langer Zeit ein Ring gestohlen. Der Bischof verdächtigte seinen Diener und ließ ihn hinrichten. Später fand man den Ring in einem Rabennest. Seitdem werden zur Erinnerung hier Raben gehalten und zur Mahnung, nicht vorschnell zu urteilen. Die Straßenbahnlinie 5 hat südlich von Halle den Charakter einer Überlandstraßenbahn. Die Energiewende ist hier eindeutig im Gange. Vorn ein Solarkraftwerk, im Hintergrund das Kohlekraftwerk Schkopau. Wir nähern uns der ICE-Schnellfahrstrecke Leipzig-Erfurt. Nur wenige hundert Meter nördlich fahren wir unter dieser Verbindungskurve hindurch. Auf ihr können Züge von Erfurt nach Halle Hauptbahnhof fahren und umgekehrt. So erreichen wir Halle Hauptbahnhof. In Halle steht auch einer der von Abellio Rail Mitteldeutschland angemieteten Talent 3 Triebzüge. Ab Halle Hauptbahnhof geht es mit Regionalzügen weiter in Richtung Hamburg. Zwischenhalt in Könnern. Bei der Einfahrt nach Halberstadt sind ausgedehnte Gleisanlagen zu sehen. Dieser Bahnhof muss früher eine große Bedeutung im Güterverkehr gehabt haben. Am Harz entlang erreichen wir Wernigerode. Bei dem klaren Wetter ist der Brocken zu sehen. Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn fährt von Wernigerode-Westerntor zum Bahnhof Wernigerode.
Anschließend fährt die Lok zur Bekohlung. Ein Triebwagen in Richtung Halberstadt fährt vorbei. Fienburg ist der nächste Umsteigebahnhof. Der Triebwagen von Abellio fährt in Richtung Goslar weiter. Auf einigen stillgelegten Gleisen am Rande des Bahnhofs ist hier ein kleines Eisenbahnmuseum eingerichtet worden. Mit einem Triebwagen von Eriks geht es weiter von Fienburg nach Braunschweig Hauptbahnhof. Trotz des Streiks sind hier eine ganze Reihe von Zügen unterwegs, auch einige von DB Regio. Nach langem Umbau ist der Bahnsteigtunnel im neuen Design zu sehen. Ein Triebwagen von Eriks kommt an, mit dem ich von hier nach Uelzen fahren werde. Bei der Ausfahrt sind einige Triebzüge der S-Bahn Köln im DB-Werk Braunschweig zu sehen. Im Bahnhof Rüttgesbüttel begegnen wir einem Gegenzug. Bei der Einfahrt nach Gifhorn verläuft die Strecke aus Braunschweig parallel zur Hauptstrecke Berlin-Hannover. Dieser Bahnhof liegt ziemlich am Rand von Gifhorn. Wenn man das Zentrum der Stadt erreichen möchte, ist es besser, den Bahnhof Gifhorn-Stadt zu benutzen.
Nördlich von Gifhorn waren noch Reste des Allerhochwassers zu sehen. Einmal bin ich noch umgestiegen, hier in Uelzen. Von dort ging es mit dem Regionalexpress RE3 nach Hamburg. Insgesamt war ich von 8.30 Uhr bis 19 Uhr unterwegs. Von den 10,5 Stunden muss man aber eine Stunde Pause in Wernigerode und etwas mehr als eine Stunde in Merseburg abziehen. Die reine Fahrzeit lag also etwas über 8 Stunden und ihr könnt die gesamte Strecke mit dem Deutschlandticket fahren. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.